Einen wunderhübschen guten Tag, liebe. Ich glaube, da kommt ein Traktor. Einen wunderschönen wünsche ich euch. Ich bin's wieder, euer lieber Grunzi. Ich sitze hier auf dem Acker. Lange ist es her. Ja, ich habe schöne Erinnerungen an diesen Acker hier. Aber ich sitze nicht nur irgendwie auf meinem Acker, sondern ich sitze hier gerade. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht gerade so richtig sehen, aber ich sitze hier. Ich kann mich hier auch. Ja, ich sitze auf einem Emmy-Roller. Hab den sozusagen entführt hier aufs Land, damit er auch mal ein bisschen frische Luft kriegt, nicht immer die dreckigen Innenstadtabgase. Und teste das Teil mal heute für euch. Hab ja letztens schon die Kuhproller getestet. Das hat ja auch einen riesen Fun gemacht. Und dann dachte ich mir, setze ich mir heute mal auf eine Schwalbe, auf die Elektroschwalbe. Die wird in Bayern hergestellt, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ist knallrot und man hört es aus Plastik. Ja. Gut, die Originalschwalbe war, glaube ich, aus Aluminium. Das ist aber wahrscheinlich dem Elektromotor geschuldet, dass er nicht so viel schleppen muss. Gut, dann würde ich mal sagen, normalerweise würde ich jetzt einen Helm aufsetzen, aber ich bin ja hier unter mich, unter uns sind wir ja. Ich habe natürlich den original Schwalbeschlüssel dabei. Den stecke ich jetzt mal rein. Ja, drück mal auf On und drück mal hier und drück mal da. Dann könnte es schon losgehen. So, müssen wir uns noch abbocken. Ja, und dann wollen wir mal eine Runde. Ah, geht gar nicht. Nicht. So. Abgeschlossen habe ich ja. Moment. Ich bin ja im Parkmodus. Muss ich erstmal wieder raus. Moment. Haben wir gleich. Das wird eine teure Fahrt, Freunde. Ich stehe nämlich schon eine ganze Weile. Jetzt dürfen wir. Also. Ups. Ist ein bisschen schwerer. Das kann ich schon mal zu meinem Testbericht sagen. Das ganze Ding ist schon ein Ticken schwerer. So, darf ich jetzt? Fahrbereit. Fahrbereit? Nicht fahrbereit. Okay. Es geht nicht. Warte mal. Wir machen nochmal an. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ah je. Ständer bitte ausklappen. Ach, hä? Ständer bitte ausklappen? Warum? Ich will doch fahren. Du Sausack. Ja. Also ihr seid live dabei, wie ich hier völlig versage. Komm schon, du dicke Ding. Ah, gut. Also, nochmal von vorn. Schlüssel. So. Erstmal runter vom Bock wieder. Bremse. Angeblich fahrbereit. Ah, ist ein bisschen wabbelig hier auf dem Acker. Federung, testen wir mal. Jo, federt. Klingt natürlich krass nach Plaste. Oh, hier ist ein bisschen sandig. Da kommt er auch ein bisschen an seine Grenzen mit seinen Stadträdern. Bergab mal probieren? Nein, lieber nicht. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott. Ah. Kacke. Lecker. Das klang gut. Also auf sandigem Acker, liebe Freunde, slidet da ganz schön. Fahren wir mal lieber ein bisschen slow. Oh Gott. Ist ja wie auf Eis hier. Also, welche Unterschiede gibt es zum Kuhproller? Nun zum einen die Größe. Das Teil ist größer, hat mehr Platz für zwei Leute, hat zwei Helme an Bord. Ist auch langsamer. Also mit dem Kuhproller kannst du von 0 auf 53 in 5 Sekunden
Und mit der Schwalbe dümpelst du halt so mit deinen 45 km/h, so wie es rechtlich halt auch erlaubt ist, durch die Gegend. Der Blinkersound ist angenehmer als bei einem Kuhproller. Da gibt es zum Beispiel nicht dieses Büp, 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 sondern es gibt einfach nur den normalen Autosound, den man so von der Karre her kennt. Nervig am Blinker ist allerdings dafür, dass man den dann auch immer wieder zurückschieben muss. Also es gibt halt diesen Blinkerhebel, den kannst du nach links und nach rechts schieben. Und dann musst du ihn genau wieder in der Mitte positionieren. Und während du so positionierst und fährst, achtest du halt nicht mehr richtig auf den Verkehr, finde ich. Das ist halt so eine Friemelei und die Leute hinter dir wundern sich, warum blinkt der links, warum blinkt der rechts, warum blinkt der links, warum blinkt der rechts. Das ist ein bisschen blöd. Das finde ich bei den Kuhprollern zum Beispiel wieder besser, dass sobald du den Lenker wieder, also wenn du blinkst, fährst du um deine Kurve, machst den Lenker wieder gerade, dann hört das Blinken meistens hört es dann auf. Oder es nervt dich so lange mit diesem Bumm. Bumm, dass du das von alleine machst. Und des Weiteren habe ich auch das Gefühl, dass sich bei der Schwalbe der Akku schneller verabschiedet. Also ich bin mit gut 90% losgefahren und bin jetzt schon bei 70% runter. Weil diese Schwalbe, glaube ich, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hat nämlich keinen, wie heißt das, Ich habe es vergessen. Wenn du bei den Kuhprollern nämlich den Gashebel loslässt und der Teil rollen lässt, bremst der Motor und gewinnt dadurch wieder Energie zurück in die Akkus. Was ich bei Emmy wieder besser finde, ist zum Beispiel, dass du in der App, wenn du dir den Roller ausleihst, wirst du erstmal gefragt, sind zwei Helme da? Check. Ist das Emmy mobil sauber, in Ordnung, schadensfrei? Check. Hast du deinen Führerschein dabei? Und so weiter. Du wirst das alles gefragt. Und erst wenn du alle diese Punkte bestätigt hast, dann kannst du losfahren. Bei Coop gehst du hin, machst auf, machst zu, fährst los. Wenn du einen Schaden hast, oder wenn, dann vergisst man vielleicht auch mal zu sagen, da ist eine fette Schramme oder da das Rad eiert. Und der Nächste, der kommt, der sich einen auslädt und sagt, ey, das ist eine Schramme, das Rad eiert, ich ruf mal an. Rotteiert. Dann kriegst du als Vormieter nämlich den Schaden zugerechnet. Ich werde wahrscheinlich mehr Coop nutzen. Vor allem jetzt, wo ich die zweite Generation auch mal gefahren bin. Der ist nämlich ein bisschen größer, ein bisschen klobiger. Den könnte ich vielleicht auch noch mal im Video zeigen. Ich glaube, das mache ich sogar. Dann kommt bald wieder ein neues Video vielleicht. Ne? So. Ich hoffe, dass ich mit meiner Akkuladung noch bis nach Berlin komme. Ja, macht's gut, Nachbarn. Tschüssi. Halt, wo willst du hin? Ich habe noch lebenswichtige Informationen für dich. Zur Anmeldung bei Emmy. Ihr müsst erstmal ein Video von eurem Führerschein machen, dann ein Video vom Führerschein und eurem Gesicht und anschließend noch 10 Euro Anmeldegebühr löhnen. Was uns zu den Kosten bringt. Danke. Emmy lohnt sich eigentlich nur auf Kurzstrecke. Was heißt das? Naja, 20 Cent pro Minute heißt, dass wir bei einer halben Stunde schon von 6 Euro sprechen. Da ist Coop mit 3 Euro um die Hälfte günstiger. Wenn ihr allerdings wirklich nur 10 Minuten zum Späti fahren wollt, ist durchaus möglich in Berlin, lohnt sich das schon. Ja. Ja, so viel zu den Kosten. Wem würde ich jetzt den Daumen geben, wenn ich mich entscheiden müsste? Dann doch eher Coop. Denn die Roller sind deutlich häufiger zu finden als die von Emmy. Wesentlich einsteigerfreundlich. Hat für mich einfach einen besseren Flow. Tschüss.